Dann müssen wir abstimmen über die übrigen Beschlussempfehlungen. Herr Drucksache 205493, wer stimmt zu? Das ist offensichtlich das ganze Haus. Dann sind die übrigen Beschlussempfehlungen einstimmig beschlossen. Ich rufe auf 74, Beschlussempfehlung, Bericht, Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und so weiter und so fort für starke und attraktive ländliche Räume. Antrag Fraktion CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 die Grünen und der Herr Kollege Kahnt. Wer ist der? Ja, und ich sehe es gar nicht von hier, aber Sie stimmen auch zu. Ne? Und wer ist dagegen? Das ist die AfD, das ist die FDP, das sind die Linken. Damit ist die Enthaltung der SPD auch zulässig. Damit ist dieser Antrag so beschlossen. So, dann geht es weiter. Tagesordnungspunkt 75, müsste ein bisschen locker sein um 20:27 Uhr. Tagesordnungspunkt 75, Beschlussempfehlung, Bericht, Kulturpolitischer Ausschuss, Antrag Die Linke, Schule unter Corona verlässlich gestalten, 20:5395 zu 20:5189. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die AfD und die fraktionslosen Kollegen. Wer ist dagegen? Die Linke. Und wer enthält sich? Die SPD und die FDP. Dann ist dies mit dieser Mehrheit beschlossen. 76, Beschlussempfehlung, Bericht, Kulturpolitischer Ausschuss, Antrag Christoph Degen, Kerstin Geis und so weiter und so fort, Wechselmodell für alle Schulen, Drucksache 20:5396 zu 20:5269. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 die Grünen, AfD. Wer ist dagegen? SPD, FDP. Und wer enthält sich? Die Linke und die fraktionslosen Kollegen waren dafür. Gut. Eine. Ja, man sieht von hier schlecht innen aus, es wird dunkel schon um die Zeit. Ja, gut. Wenn es heller wäre, hätte man auch besser sehen im Dunkeln. Gut, dann Tagesordnungspunkt 77. Schlussempfehlung, Bericht, Kulturpolitischer Ausschuss. Dringlicher Antrag, Fraktion der FDP. Voraussetzung für das digitale Lernen sicherstellen, 20:5397 zu 20:5289. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 die Grünen, fraktionsloser Kollege. Wer ist dagegen? SPD, Linke, FDP und AfD. Damit so beschlossen. Bitte? Ja, nur damit ihr es auch mitkriegt. Deshalb sage ich es ja noch einmal. Tagesordnungspunkt 78. Schlussempfehlung, Bericht, Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die FDP und die AfD. Und der Kollege Kahnt sehe ich. Und wer enthält sich? SPD und DIE LINKE. Dann mit dieser Mehrheit beschlossen. 79, Beschlussempfehlung und Bericht, Innenausschuss. Antrag Fraktion der SPD. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 die Grünen. Und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Linke, wer enthält sich? Die AfD, dann mit dieser Mehrheit beschlossen. 80, Beschlussempfehlung, Bericht, Innenausschuss, Entschließungsantrag, Fraktion der CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dafür? Bitte. Günter Rudolph, drücke mal drauf. Habe ich auch. Wir, Herr Präsident, wollen mal testen, ob noch alle aufpassen. Deswegen bitten wir, die Buchstaben A und B getrennt abzustimmen. A und B getrennt abstimmen. Wer ist für die Beschlussempfehlung A? CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD, DIE LINKE, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? FDP und AfD. Dann so beschlossen. Wer ist für B? CDU, Bündnis 90 die Grünen, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? SPD, Linke. Wer enthält sich? FDP und AfD. So beschlossen. Vielen Dank, Kollege Günter Rudolph. Geht noch. Ja, es geht noch. Tagesordnungspunkt 81, Schlussempfehlungsbericht Innenausschuss, dringlicher Antrag Fraktion DIE LINKE. Wer? Aha, jetzt machst du ja auf nochmal. Ja, bitte. Ja, Herr Präsident, damit wir in der Übung bleiben, ebenfalls getrennte Abstimmung nach A und B, bitte. Gut, dass da nicht C, D und ne? Also, wer ist für Schlussempfehlung A? CDU, Bündnis 90 die Grünen. Ich warte einen Moment, weil die AfD noch überlegt. Die AfD. Wer ist dagegen?
Das ist die SPD und die Linke. Kollege Kahnt hat dafür gestimmt, ne? Jawohl. Und wer enthält sich? Die FDP. Jetzt kommen wir zu B. Wer ist dafür? CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD, Kollege Kahnt. Wer enthält sich? Keine? Was haben die Linken gemacht? Ach so. Also, die Linke haben abgelehnt. Enthaltungen gibt es dann keine mehr. Dann haben wir so beschlossen. Also, ihr seid auch noch dabei, merke ich. Dann Tagesordnungspunkt 83, Schlussempfehlungsbericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss, Antrag Die Linke. Günter Rudolph. Herr Präsident, zum dritten getrennte Abstimmung. Es gibt ja nur zwei. Gott sei Dank. Also, wer ist für A? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? SPD und Die Linke. Damit Enthaltungen gibt es keine. Nein. Damit so beschlossen. Und B haben wir auch schon. Machen wir jetzt. Gut. B, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, FDP, AfD, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Die Linke. Dann ist die so beschlossen. Da gibt es keine Enthaltungen. So, dann haben wir 84. Gibt es da A und B? Gut. 84, Beschlussempfehlung, Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss, Antrag der FDP. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, FDP, AfD. Wer enthält sich? Fraktion Die Linke. Kollege Kahnt war dafür. Ne? Gut. Dann so beschlossen. 85, Beschlussempfehlung, Sozialpolitischer Ausschuss, Antrag, Dringlicher Antrag, CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Kollege Kahnt, wer ist dagegen? SPD, FDP, Linke, AfD. Wer enthält sich? Keine. Dann ist dies so beschlossen. Dann haben wir 95, Schlussempfehlung, Bericht, Ausschuss Wissenschaft und Kunst, Antrag, Fraktion der FDP. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Kollege Kahnt, wer ist dagegen? SPD, FDP, Linke. Wer enthält sich? AfD. Dann mit dieser Mehrheit beschlossen. Tagesordnungspunkt 96, Beschlussempfehlung, Ausschuss Wissenschaft und Kunst, Antrag AfD, Wahrung der Freiheit und Forschung und Lehre. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, Linke, FDP und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? AfD. Wer enthält sich? Keine. Mit dieser Mehrheit beschlossen. 97, Beschlussempfehlung und Bericht, Wissenschaft und Kunst, Dringlicher Antrag der FDP. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, FDP, Kollege Kahnt. Wer enthält sich? AfD und Die Linke. Dieser Mehrheit beschlossen. Und der Tagesordnungspunkt 98, Beschlussempfehlung, Bericht, Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Dringlicher Entschließungsantrag CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dafür? CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? AfD. Wer enthält sich? FDP. Dann ist dieser Antrag so beschlossen. Meine Damen und Herren, wir wären am Ende der Sitzung angelangt. Ich darf mich bei Ihnen herzlich bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, kommen Sie morgen früh wieder. Wenn nicht, sollten Sie auch wiederkommen. Es wird sicherlich interessant. Herzlichen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.